Wir haben uns heute in Form einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundesregierung getroffen und haben die wichtigen Fragen der Corona-Krise besprochen. Und wir stehen Ihnen auch jetzt in dem gewohnten Format, das Sie kennen, nach solchen Besprechungen für diesen Livestream zur Verfügung. Wir haben natürlich die aktuelle Situation bewertet und wir können feststellen, dass alle Bundesländer einheitlich, wenn nicht schon geschehen, so doch in den nächsten Tagen wird es geschehen, die Kontaktbeschränkungen und Kontaktverbote bis zum 19.04. einschließlich dieses 19.04. verlängern oder verlängert haben. Und damit haben wir ein bundeseinheitliches Vorgehen. Die Regierungschefs der Länder konnten berichten, dass die Kontaktbeschränkungen im Großen und Ganzen recht gut eingehalten werden. Und ich möchte deshalb einen Dank an die Bürgerinnen und Bürger sagen, dass sie diese doch sehr erschwerten Bedingungen annehmen, um anderen Menschen zu helfen, um Leben in Deutschland zu retten und unser Gesundheitssystem vor einer Überforderung zu bewahren. Die Situation ist so, dass wir zwar leichte Wirkungen der Maßnahmen sehen, aber weit davon entfernt sind, sagen zu können, dass wir an diesen Kontaktbeschränkungen etwas verändern können. Natürlich würde jeder von uns politisch Verantwortlichen Ihnen gerne sagen, dass wir die Dinge erleichtern können, aber das können wir nicht verantwortlich tun. Wir müssen noch durchhalten, weiter diese Kontaktbeschränkungen haben. Und wir haben uns verabredet mit dem Ministerpräsidenten, dass wir am Dienstag nach Ostern die Situation bewerten. Maßstab wird die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts und der Epidemiologen sein, die uns dann sagen werden, wo wir stehen. Das heißt, wir können heute keinerlei Aussage darüber machen, wie es dann nach Ostern weitergeht. Es wäre ganz schlimm, wenn wir zu früh die Kontaktbeschränkungen auflockern würden, um dann später wieder zurückrudern zu müssen. Das heißt, wir müssen alles verhindern, dass wir vom Regen in die Traufe kommen, sondern wir müssen jetzt die Dinge weiter einhalten. Wir haben in diesem Zusammenhang darüber gesprochen, dass jetzt natürlich das Osterfest naht. Und wir wissen, dass dieses Fest für viele Menschen damit verbunden ist, dass man Ausflüge macht oder Familienbesuche macht, zum Gottesdienst geht. All das wird in diesem Jahr nicht stattfinden können, weil leider eine Pandemie sich nicht an solchen Feiertagen orientiert. Das heißt, wir müssen ganz besonders über die Osterfeiertage diese Regeln auch weiter einhalten. Und das wird auch in unserem Beschluss, den wir einstimmig gefasst haben, noch einmal deutlich gemacht. Bürgerinnen und Bürger bleiben angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und deshalb bleiben die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, generell auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten. Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge. Ich weiß, dass das hart ist, aber es rettet Menschenleben. Es hilft denen, die in unserem Gesundheitssystem oder in den Pflegeheimen oder in den Behinderteneinrichtungen arbeiten, den Menschen, die besonders betroffen sind von diesen Infektionen und wo wir alles tun müssen, um sie zu schützen. Und ich sage es schon im Vorhinein, ein herzliches Dankeschön dafür. Wir haben uns dann mit einigen Aspekten vertieft befasst, mit der Situation in den Pflegeheimen und auch mit dem Ausbau der intensivmedizinischen Betten. Hier geht es darum, uns bestmöglich auf das, was noch vor uns liegt, vorzubereiten. Und ich möchte an dieser Stelle allen denen, die im Gesundheitssystem arbeiten, im Pflegebereich mit den behinderten Menschen arbeiten, auch von hier aus nochmal ein herzliches Dankeschön sagen. Wir wissen, dass wir hart arbeiten müssen an der Verbesserung der Ausstattung, insbesondere der medizinisch notwendigen Masken. Hier hat die Bundesregierung in den letzten Tagen die Beschaffungsmöglichkeiten auch noch einmal intensiviert. Wir setzen alles daran, möglichst gut alle Einrichtungen auszustatten. Und ich darf sagen, dass die heutige Besprechung in einer sehr, sehr guten Atmosphäre stattgefunden hat. Die Krise ermöglicht es, dass wir eine wirklich hervorragende Zusammenarbeit haben. Wir arbeiten immer gut zusammen, aber in dieser Zeit in besonderer Weise. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken.
inklusive den Chefs der Staatskanzleien danken, die jeden Tag mit dem Chef des Kanzleramtes das Notwendige besprechen. Nur gemeinsam werden wir diese Aufgabe bewältigen. Und deshalb, glaube ich, war das heute eine wichtige, gute Besprechung, aber eben auch eine dringende Botschaft an die Menschen. Bleiben Sie weiter stark und halten Sie die Regeln ein. Sie helfen anderen.